Was geht ab, Leute? Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Ist das wirklich ein Comeback? Lena ist 21, sie macht Comebacks. 2 Uhr morgens. Ich und Josie fahren gleich nach Berlin. Ich weiß aber noch nicht, was wir einpacken sollen. Meine SIM-Karte funktioniert übrigens nicht mehr, weil mein Vertrag gekündigt wurde und vergessen wurde zu verlängern. Und deswegen habe ich, während ich in Berlin sein werde, das Video wird einfach das Motto haben: Scheiß auf alles. Ich habe einfach keine SIM-Karte. Wir haben schon 2 Uhr. Ich war bleiben, Junge. Das ist mein Comeback, das ist mein Vlog. Berlin, erste Mal Berlin. Ich bin jetzt übrigens 21. Ich habe alles vergessen. Ja, ich habe keine SIM-Karte. Das wird ein tolles Wochenende, Leute. Ich sehe das schon. Und wir essen? Oh. Ja, die Lena hat in der ganzen Zeit, wo sie aufgehört hat, YouTube noch ein bisschen zugenommen, Leute. Aber es ist nicht so schlimm. Können wir mal kurz darüber sprechen, dass dieser Hauptbahnhof einfach größer ist als Düsseldorf Flughafen? Josie, erzähl mal kurz, was uns passiert ist. Ich habe ein falsches Hotel gebucht. Wir waren gefühlt eine halbe Stunde von allem entfernt. Wir sind einfach hier. Ja, wir hätten Poco hier gehabt. Und ich glaube, das ist Persil oder so. Nee, Fabrik. Kann halt nichts mehr schief gehen. Also irgendwas stimmt heute nicht. Es ist zwar Freitag, der 13. Wir sind jetzt in unserem neuen Hotel und an sich so sah auf jeden Fall fresh aus. So, man ist reingekommen, Rezeption war krass, so. Wir sind ins Zimmer gekommen. Auch Zimmer, schön so auf den ersten Blick. Dann wir entdecken solche Sachen wie, ja, hier liegt noch so alte Zahnseide im Bad und so. Alte Gläser und Tassen benutzt, Bett, braune Flecken. Kommt, sie macht hier sauber, so. Wir sind kurz rausgegangen, ja, wir haben vor der Tür gewartet. Wir gehen hier rein. Es stinkt nach Schweiß, Leute. Hier aufgemacht. Das nichts bringt. Es bringt nichts. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach was essen oder so. Weil das ist eigentlich die beste Lösung. Eigentlich kann, es kann doch nichts mehr schlimmer kommen. Nee, kann es auch eigentlich nicht. Alter, wir verarschen euch wirklich nicht, ne? Ich habe halt einen Freund gefragt, von wegen so, ja, guck mal, der Pickel wird auch immer größer, Alter. Das ist doch nicht normal. Ja, von wegen so gute Restaurants in Berlin. Sag mal was, er sagt diese Shiso-Burger. Wir fahren da hin. Es kann doch nichts mehr schlimmer kommen. Was sagen wir dazu? Schleifen. Wir haben jetzt einen anderen Burgerladen gefunden. Das Ding ist nur, wir wussten nicht, dass der Burgerladen einfach vegan ist. Also haben wir jetzt... Es kann doch nichts mehr schmecken. Okay, das war unsere eigene Schuld, weil wir hätten besser gucken müssen. Aber das steht ja auch nirgends so wirklich. Ich glaube, wir sind hier irgendwie in so einem Secret Rave gelandet oder so. Laden entdeckt, du bist davon noch nicht so überzeugt. Aber ich bin total davon überzeugt, man kann sich sein eigenes Armband zusammenstellen. Ich hab auf einer geheimen Mission. Ich kann nicht mehr, Leute. War mal Rewe, ne? Und da habe ich den Dirty gefunden, den Extra Dirty. Und ich dachte, wir machen jetzt hier einfach mal einen Taste-Test, weil die gute Shirina Davusu kommt ja auch aus Berlin. Das war satisfying. Das ist schwarz. Also das Packaging kriegt auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Das finde ich total geil. Also ich finde auch das hier oben, dass das schwarz ist, finde ich irgendwie total geil. Es kriegt keine ganze 10, weil das hier unten, das ist nicht schwarz und das... Lieben wir. Das lieben wir nicht. Also... Okay. Oh, ich habe einen Krampf. Kannst du mir mal helfen?
Also ich finde, es schmeckt nicht schlecht. Im Ganzen so eine 1,5. Tschüss, Freunde, hat mich gefreut. So eine 6 von 10. Also, haben die gestern gar nicht mitgenommen. Nee, weil ich war das erste Mal in Berlin feiern. Ich auch. Laber. Gib Gas! Heute steht jetzt erstmal Touri-Time an. Dann vielleicht ein bisschen shoppen. Und dann gehen wir heute Abend wieder feiern. Boah. Und da sehen sie aus wie Menschen. Woo. Da, das ist wieder gut. Oh. Und ich glaub's ja nicht, ne? Ich bin an dem Brandenburger Tor. Ist das nicht klasse? Ah, das ist nicht toll. Ah, guck mal, da sind diese Pferde. Boah, Leute, wir haben uns gestern richtig gestritten. Und wir sind beide krank. Wir haben jetzt nur noch 20 Minuten, um unseren scheiß ICE zu kriegen. Und der Hauptbahnhof ist so groß wie, keine Ahnung, Dubai Mall. Einfach haben uns auf jeden Fall wieder vertragen. Das ist gut. Aber deswegen haben wir gestern nichts gefilmt, weil der Abend war ein bisschen was. Ja. Eine Sache, die wir in diesem Trip gelernt haben. Genießt eure Jugend. Lebt euch aus. Mach diesen Trip, den du mit deiner Freundin machen willst. Fahr dahin, wo du fahren willst. Macht es. Macht es. Zieht dahin, wo ihr hinziehen wollt. Scheiß drauf, was auf dem Trip passiert. Scheiß drauf, dass ihr einmal das Hotel wechseln musstet, Scheiße an eurem Bett hattet, dass ihr fast nicht nach Hause gekommen wärt, dass ihr super krank geworden seid. Scheiß drauf. Man macht ja Sachen immer besser, ne? Genau. Macht euren Trip auch komplett spontan. Der wird vielleicht scheiße machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein bisschen außer Kontrolle gerät, ist nicht am Freitag, den 13. Ja, das. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Trip ein bisschen aus Kontrolle läuft, ist natürlich höher, wenn es ungeplant ist, als wenn es geplant ist. Aber wenn ihr es ungeplant macht, könnt ihr euch dadurch Sachen merken, die ihr dann verbessern könnt beim nächsten Trip. Das Endmotto ist, it is what it is.